Kuckus! Ich kann es nicht sein lassen und bringe euch auf den Tisch schöne Ostertipps. Egal mit welchem Wetter, wenn man das nur sieht, das strahlt einem schon das Gesicht. Und zwar nicht nur für klein, sondern auch für gross. In diesem Huhn habe ich mich gerade verliebt. Ich finde sie so heiß. Ist eine Tafel, kannst sie brauchen, in den Garten reinstecken und dann kannst du draufschreiben, was du auch willst. Es muss ja nicht nur Ostern sein, ich finde die gewaltig. Die ist bei mir jetzt fix im Garten rein. Ja, ganz bezaubernd sind die Eierwärmer, wo sie verschiedene Motive gibt. Die sind wirklich zuckersüß und lassen jedes Kind erstrahlen. Ups, pardon, verkehrt. Also wirklich ganz herzig. So sieht es aus. Und eben, die mein Superhuhn und die Eierwärmer, die findet man bei Aslonga in Zürich oder aufs Internet. Und weiter geht's für Augen und Gaumen. Ganz tolle Produkte habe ich von Maison Truff aus Stäfa. Da bin ich wunderbar eingedeckt worden. Es ist richtig Schlaraffenland. Zum einen wirklich für die kleinen Kinder. Ganz einfach auch zum Gestalten. Das sind so die Paschen. Das sind eigentlich Zuckerpaschen in verschiedenen Farben, aber ohne Colorant, das heisst ohne Farbstoff. Also wunderbar. Und da hat es natürlich die ganz schönen Schablonen dazu. Ohne geht es nicht. Ja, kann man ganz herzige Sachen machen. Und diese Paschen kann man auch brauchen zur Dekoration oder eben zum so kleine Sachen ausstechen. Ohne Schoki-Osterhasen geht es natürlich nicht bei Ostern. Die braucht es unbedingt und die kann man ja selber machen. Mit guten Schablonen, ganz herzige eigene Kreation, sehen sie am Schluss so aus. Bei so einer riesen Auswahl kann man natürlich einiges kreieren und es sieht gar nicht so kompliziert aus. Also man hat eigentlich schon bereits fast backfertige Mischungen. Dazu kann man das oben durch Streuen kreieren, wie man will, mit all den verschiedenen kann man sagen, Applikationen. Wunderbar lassen sich dann eure Kreationen auf so einem Etagere präsentieren. Für alle, die Gummibärli lieben, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wie die sie können selber machen können. Und zwar mit einer Paste, kann man sagen, so einer Bonbon-Paste. Es ist nicht so konsistent, so hart wie Gummibärli, so ein bisschen wie die Götterspeisen, aber auch fein und vor allem auch lustig zum Anschauen. Sparen Sie nicht ein bei der Dekoration. Ich finde eine wunderschöne Deko, farbige Servietten oder Unterteller macht extrem viel aus. Schöne Blumen dazu und dann Ihre Kreation, ja, da steht doch nicht im Weg, um eine wunderschöne Ostern zu verbringen. Die Gelegenheit hat man eigentlich zweimal im Jahr richtig, um basteln und backen und kreativ zu sein, eben Weihnachten und eben Ostern. Ich finde, es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und lustige Gadgets zu kaufen, damit wirklich am Schluss sagen, Felice Pasqua!